Es sind oft nur wenige Schritte, mit denen Vorurteile überwunden werden können. Likrat, so heißt ein Projekt der israelitischen Kultusgemeinde, bei dem es genau darum geht. Jüdische Jugendliche besuchen Schulen und geben bereitwillig Auskunft über ihr Verständnis von Jüdischsein. Likrat, der Begriff kommt übrigens aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie aufeinander zugehen. Dorit Musikant und Markus Maschalek haben sich bei einem Besuch einer Schule im 20. Bezirk in Wien angesehen, wie das funktioniert. Das Brigitte-Nauer-Gymnasium. Rund 1100 Schülerinnen und Schüler gehen hier zur Schule. Sozialer Aufstieg ist hier das Thema und Multikulti gelebte Realität. 41 verschiedene Muttersprachen werden hier derzeit gesprochen. Nach der Pause ist eine besondere Begegnung geplant. Am Ball bleiben durch das Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Also zu uns kommen jüdische Kinder von einer jüdischen Schule. Und wir dürfen sie halt ein paar Fragen fragen, die uns interessieren. Ich habe von einem Vorurteil gehört, dass die Juden also gierig sind. Viele Menschen sagen, sie sind frech und wären sehr gemein. Aber ich glaube nicht, dass sie so sind. Ich kenne eine jüdische Familie, sie sind unsere Nachbarn. Und halt, sie geben uns manchmal so was zum Essen, wenn sie was backen oder so. Sich den Ball zuspielen, geben und nehmen üben. Wichtige Lektionen im Miteinander lernen. Dazu gehört auch, nicht wegzuhören, Hass und Drohungen aufmerksam zu registrieren. Draußen habe ich mal öfters gehört, wo jemand gesagt hat, scheiß Juden soll vergast werden. So, also das war dort hinten neben der jüdischen Schule. Dort bei Straßenbahnstation. Mich würde es gerne interessieren, ob sie noch immer Angst haben, irgendwo zu spazieren in Wien. Bis zu den Judenverfolgungen im Zweiten Weltkrieg war fast jedes zweite Kind an dieser Wiener Schule jüdisch. Der Leitsatz der AHS heute, wo Vielfalt Schule macht. Meine Freunde kommen aus verschiedenen Ländern und ich habe auch buddhistische Freunde, muslimische, christliche, aber jüdisch habe ich nicht. Also, ich kenne keine jüdischen Kinder in der Schule. Vielleicht gibt es, aber ich kenne sie nicht. Also, eigentlich weiß ich nicht sehr viel über das Jugendtum, darum freue ich mich sehr, dass Sie kommen. Sie, das sind Eidel 17 und Viktor 18 Jahre alt. Als jüdische Jugendliche gehen sie im Rahmen des Likrat-Dialogprojekts in Schulklassen. So sollen Gleichaltrige die Gelegenheit erhalten, mehr über das Judentum zu erfahren. Also, bei Likrat geht es darum, dass wir dem Judentum ein Gesicht verleihen, dass wir zeigen, wie vielfältig und bunt das Judentum ist. Dass Vorurteile im Jugendalter abgebaut werden, damit sie später im Erwachsenenalter nicht zu gehässigen Rassismus werden. Im Klassenzimmer laufen die Vorbereitungen für die heutige Begegnung. Man will Nähe schaffen und stereotype Wahrnehmungen durchbrechen. Bereits im Vorfeld hat man sich Fragen an die sogenannten Likratinos überlegt. Etwa, was bedeutet das Einhalten des Schabbat für Juden im Alltag? Schabbat ist ein Ruhetag, das wir am siebten Tag feiern. Also einerseits geht es darum, dass wir uns ausruhen. Wir dürfen keine elektrischen Geräte verwenden. Stellt euch vor, einen ganzen Tag ohne Handy. Aber für mich, ich liebe es. Wie steht ihr zum Israel-Palästina-Konflikt? Das interessiert mich sehr. Ich glaube, dass dieses Konflikt ist von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Und Vertrauen aufzubauen, ist der erste Schritt. Das beginnt bei uns Kindern, bei Jugendlichen und bei den Menschen, die das Menschliche in anderen sehen wollen. Haltest du alle Regeln in der Tora ein? Ich bin eher säkulär und eher traditionell. Also ich bete nicht in der Früh, auch nicht am Abend und auch nicht zu Mittag. Also das sollte ich halt als Mann tun, dreimal am Tag zu beten. Wurdest du schon öffentlich beschimpft oder diskriminiert? Ich persönlich nicht. Weil ich denke, man erkennt nicht auf den ersten Blick, dass ich jüdisch bin. Aber mein Bruder, er trägt eine Kippa und dafür haben wir auch ein paar Exemplare mitgenommen. Das tragen die religiösen Jungs bei uns und er hat schon öfters Beschimpfungen erlebt. Treffpunkt jüdisches Gemeindezentrum. Mit Judenfeindlichkeit und heiklen Situationen umgehen lernen, auch das ist Teil der Likrat-Ausbildung. Über 6 Monate hinweg besuchen die Likratinos Seminare, etwa zu den Themen Judentum und Holocaust, und erhalten ein Kommunikationstraining, bevor sie an Schulen im Einsatz sind. Aber Likrat soll nicht nur nach außen wirken. Israel mal irgendwo
Durch Likrat haben wir es geschafft, dass jüdische Jugendliche aus den verschiedensten Ecken der jüdischen Gemeinde und somit aus, die aus komplett verschiedenen, unterschiedlichen jüdischen Strömungen kommen, zusammenfinden, einander kennenlernen. Also hat Likrat auch einen Impact nach innen. Und dann noch ein weiterer besonderer Faktor ist, dass jüdische Jugendliche dann auch weit über Likrat hinaus, über die Grenzen von Likrat hinaus, besser mit sich und ihrem Judentum umgehen können. Umgehen lernen mit der Identitätsfindung. Nicht immer eine leichte Aufgabe für junge Menschen. Wo ist mein Platz in dieser Welt und was ist mir wichtig? Fragen, die auch die Likratinos beschäftigen. Für mich ist es wirklich wichtig, in einer Welt zu leben, wo Rassismus und Hass auf gesellschaftlicher Ebene keinen Platz findet. Zurück am Brigitte-Nauer-Gymnasium. Eine muslimische Schülerin führt durch die Kellerräume. Hier ist zu sehen, was Judenhass zur Nazizeit angerichtet hat. 1938 wurde an dieser Stelle ein Gestapo-Gefängnis eingerichtet. Zu Hunderten waren jüdische Kinder und Erwachsene in den Klassenräumen eingepfercht, bevor sie in Konzentrationslager deportiert wurden. Heute ein Appell für ein Miteinander der Kulturen. Die Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen ist sehr wichtig, weil das, was man nicht kennt, das macht einem Angst. Und sobald man sieht, wow, sie ist eine normale Person, sie ist genauso wie ich es bin, dann kreiert man eine Ebene, wo man diskutieren kann und man kreiert eine pluralistische Gesellschaft. Gespräche zwischen Muslimen, Christen und Juden. Man geht aufeinander zu, zeigt Interesse. Der Auftrag von Likrat ist erfüllt an diesem Tag.